Also erst einmal freue ich mich darüber, dass Norbert Röttgen mich heute vorgeschlagen hat, auch in seinem Kabinett Minister für Arbeit und Gesundheit und Soziales zu sein. Ich war hier in Nordrhein-Westfalen schrecklich gerne Arbeitsminister. Ich will wieder, dass wir auch aus Nordrhein-Westfalen die bundespolitische Debatte in diesen Politikfeldern mitbestimmen und auch entscheidend prägen. Und dass ich Norbert Röttgen bei dieser Wahl ganz besonders stark unterstütze, liegt auch daran, ich halte ihn einfach für einen Menschen, der eine ehrliche Politik macht, der vor allen Dingen daran denkt, dass unser Land sich so entwickeln muss, dass auch unsere Kinder hier gute Lebensgrundlagen haben. Und deswegen setzen wir alles daran, dass wir die Stimmen zusammenkriegen, dass diese Misswirtschaft von Frau Kraft aufhört.